What the fact? Was haben wir da gefunden? Hallo meine Entdeckerfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Schön, dass du eingeschaltet hast und wir sind auf einem super geilen erdähnlichen Planeten gelandet das letzte Mal. Und es sieht richtig fett aus hier. Also es gefällt mir. Das sieht richtig geil aus. Ach, ist das nicht herrlich? Diese Aussicht. Ist das nicht schön? Boah, wir betreten zum ersten Mal den Boden. Juhu! Und lasst uns doch mal hier erstmal anfangen zu scannen. Kann man die Dinger überhaupt scannen? Doch. Die kann man schon scannen. Achso, das sind dieselben. Doch. Vorhin konnte ich doch was scannen. Ja, das geht. Ach ja, ist das schön hier. Endlich haben wir mal einen erdähnlichen Planeten gefunden. Das hat auch ziemlich lange, ja, gedauert. Das war jetzt, glaube ich, das vierte Sonnensystem. Vierte Sonnensystem und wir haben jetzt... Oh, schöne Pflanze. Wir haben jetzt zum ersten Mal so einen schönen Planeten gefunden, der ja einfach lebensfroh ist. Das ist doch richtig geil. Okay. Hier gibt es anscheinend sehr viele Pflanzen. Was auch normal ist für einen erdähnlichen Planeten. So, den Baum da nehmen wir mit. Oder ein Farn oder wie man das nennt. Hier, das ist ein Baum. So. Stein können wir doch bestimmt auch scannen. Was gibt es eigentlich noch so? Diese Bäume haben wir noch gar nicht. Okay. Oh, da ist ein Tier. Weiblich, ängstlich. Okay. Ja, die fehlen natürlich nicht. Die dürfen nicht fehlen. So, hier diese komischen Teile. Was ist das, bitte? Den muss ich mir gleich angucken. So, schöne Blume. Leuchtende Blumen können wir auch mal scannen. Stein. Oh, den habe ich schon. Ups. Was ist das? Emeril. Ja, wir haben noch Platz. Nehme ich mit. So, Emeril. Okay. Lass uns doch einmal hier... Oh, was ist das denn? Autsch. Ich will dich nur scannen. So. Lass uns hier mal durch die Gegend laufen. Oh, was ist das für eine Höhle hier? Pilz? Okay. Also Leute, was ist das für ein Viech? Oh. Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Was ist das denn? Sieht lustig aus, auf jeden Fall. Eine ruhige Art. Was haben die für Köpfe? Genau, und Angst haben sie auch noch. Vor allem.
So. Das ist neu. Ängstlich. Was gibt's hier noch? Da! Da ist noch irgend so ein Tierchen. Mit zwei Lampen auf dem Kopf. So. Da ist auch noch einer. Irgendwo hier. Irgendwo habe ich einen gesehen. Vorsichtig. Was bist du denn, ey? Das sieht aus wie, hier, wie heißt das? Dieses Monster von Loch Ness. Also das hat irgendwie Ähnlichkeit. Der hat irgendwie Probleme. Autsch! Irgendein Viech. Ja, wer denn? Wow, der springt aber ziemlich hoch. Okay, Jäger. Der springt ziemlich hoch. Ich hau mal ein bisschen ab hier. Weil der hat mich ziemlich heftig verletzt. So. Jo. Das. Achso, das ist. Plutonium. Genau, diese Büsche, die können wir doch auch scannen. Die habe ich noch gar nicht. Ach ja, ist das schön hier. Okay, die kann man nicht scannen. Ich hatte vorhin, als ich hier oben stand, habe ich noch was entdeckt. Und zwar, da sind zwei Monolithsteine. Mindestens zwei. Da habe ich einen gesehen. So, ich scanne mal eben hier die Gegend ab. Ja, also ich laufe mal eben hier. Und eigentlich diese blauen. Das haben wir noch nicht gescannt. Zink. Und hier kann man schnell Sachen übersehen. Bei so einer Farbenvielfalt. Das ist einfach unfassbar. Ach, ist das nicht schön. Bei all dieser Schönheit vergesse ich, was ich eigentlich machen wollte. So. Erwachen. Erwacht. Nein, natürlich. Ach, ist das schön hier. Mein Gott, hier sind überall diese Monolithsteine. Wow. Das ist echt geil. So ein Planet ist richtig geil. Technologie. Schau dir das mal an. Achso, ja, stimmt. Ich muss ja hier. Oh, wir haben fast kein Plutonium mehr.
müssten mal langsam Plutonium sammeln. What the fact? Was haben wir da gefunden? Wow. Ist das nicht geil? Diese Form. Cool. Müssen wir gleich direkt untersuchen. Ich wollte... Achso, das waren diese drei Monolithensteine. Okay, haben wir diese Dinge eigentlich? Ja, okay. Cool, also das sieht stylisch aus. Ich habe immer das Gefühl, dass hier jemand in der Nähe ist. Das sieht richtig stylisch aus. Dich selbst. Also ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich hier die ganze Zeit rumscanne, wie so ein Bekloppter. Isotop. Weil ich will natürlich alles entdecken. Überlebt. Dann lasst uns doch mal das schöne Objekt hier mal untersuchen. Das sieht richtig interessant aus. Überreste von Rekakaru. Ich fühle mich schwach, als ergriffe etwas von meinem Geist besitzt. Auf meiner Haut wachsen Pusteln, blähen sich auf und platzen. Ich fühle zahllose Nadelstiche durch jedes sich öffnende Loch. Plötzlich klettern Metallspinnen, vielleicht kleine Wächter, meine Schulter hinauf und in mein Helmvisier. Kann das real sein? Das kann nicht real sein. Ich fange an zu schreien. Ruhig. Okay, ruhig. Das hilft uns vielleicht weiter. Abwarten. Waffe abfeuern. Helm abnehmen und die kleinen Metallspinnen wegkratzen. Ich würde sagen, abwarten. Die Halluzination lässt nach. Ich habe eine Art Test bestanden. Eine Belohnung materialisiert sich. Wow. Was haben wir denn bekommen? Also, Ansehen bei den Korvax ist klar gestiegen. So, ein neues Wort. Held. Korvax-Gehäuse haben wir bekommen. Was ist das überhaupt? Ich glaube, wir haben das schon mal gehabt. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall habe ich das mal in so einem Geschäft gesehen. Wo man es, also Geschäft, ihr wisst, was ich meine. Dass man es kaufen konnte. Korvax-Gehäuse, 27.000. Ja. Was steht denn da so als Text? Die metallische Hülle einer toten elektronischen Lebensform, die zu weit von ihrer Art entfernt war, um von einem neuen Wesen in Besitz genommen zu werden. Sie erzielt bei allen Spezies einen hohen Preis. Also die kann man anscheinend ja, verkaufen. Das ist eigentlich, glaube ich, der einzig wahre Sinn dieses Teils. Verkauft zu werden. Jo, ich glaube, das war's. Aber... schönes Teil, muss ich sagen. Sieht echt klasse aus. Gefällt mir. Dann lass uns doch mal weiterlaufen. Da habe ich ja noch ganz viele Monolithsteine gesehen. So. Aber so eine Geschäftsstelle zu finden ist eigentlich auch nicht schlecht, weil da könnte ich ein paar Sachen loswerden. Oh. Ich glaube, dieser Baum ist neu. Rogi Toys. Bin mir nicht sicher, welche Bäume ich schon gescannt habe. Okay. Lass uns weiterlaufen. Oh. Was ist das? Den haben wir noch nicht. Das weiß ich. Was ist das hier eigentlich? Achso, Kohlenstoff. Und hier? Gibt es hier noch irgendwelche Tierchen? Achso, ja, die kennen wir. Okay.
Ich fühle mich irgendwie beobachtet, ich weiß nicht. Irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, es sind überall Tiere in der Nähe, die uns angreifen können. Units. Deswegen schaue ich mich immer so misstrauisch um. Sprache. Oh. Das ist neu. Ein Arsch. Wir sehen einen gleichgültigen Arsch. Hallo, Kumpel? Ja, was denn? Hab ich dich erschreckt? Hast du irgendwie... Ups. Ah, der hat uns den Weg gezeigt in eine Höhle. Cool. Was war das? Bin ich aus 2 cm Höhe runtergefallen und hab mich dabei verletzt. So, Plutonium können wir erstmal mitnehmen. Ich glaube, die Dinge habe ich noch gar nicht. So. Okay. Ja. Lass mal hier gucken, was hier in dieser Höhle ist. Vielleicht gibt es hier bei diesem Planeten lustige Sachen zu entdecken. So, das ist einfach nur so ein Platzhalterstein. Pflanzen, die alles hier beleuchten. Das finde ich praktisch. Oh, ja. Hier ist zu Ende. Okay. Ne, dann haben wir hier wohl nichts. Kann man eigentlich die Dinger scannen? Ne, ist auch nur ein Platzhalter. Ich bin gespannt, was wir hier noch alles finden können. Also... Viel haben wir jetzt bis jetzt nicht gefunden, aber ich bin guter Hoffnung. So, ich denke, wir können es schaffen, da hochzufliegen. Jo, war knapp, aber geschafft. Ja, der Schisser ist wieder mal abgehauen. So, wo ist eigentlich unser Schiff? Ich will erstmal das Schiff zur Orientierung. So, da. Ich gehe mal hier lang. Irgendwo hier habe ich noch Monolithsteine gesehen, meine ich. Wenn ich mich nicht täusche. Hä? Okay, dann habe ich mich getäuscht. Oh, da ist was. Zwar nicht das, was ich gesucht habe, aber ist auch egal. Hauptsache, wir finden was. Jetzt ist er verschwunden. Okay, den Baum, den schönen Baum haben wir schon. Oh, das sieht neu aus. Hallo? Uturanai. Was ist das für Glocken? Hallo? Achso. Ja, das macht schon Spaß hier, muss ich sagen. Gehirn. Ein Gehirn. So, was ist das? Das sieht nach Titan aus. Jo, das ist Titan. Ist nicht notwendig auf diesem Planeten. Oder haben wir eigentlich? Ich glaube, wir haben genug Titan. Ja, obwohl, eigentlich ein bisschen Titan könnten wir mitnehmen. Aber, da ich ja gar keinen Platz habe, lassen wir das mal. Jo, wo könnten wir denn hingehen?
Ich scanne mal eben hier und schaue. Ihr seht ja diese aufblinkenden Punkte. Das heißt, dort... Oh, dort gibt es irgendwas. Sind die da unten? Da waren Tiere. Habt ihr das auch gesehen? Irgendwo gibt es hier Tiere in der Nähe. Oh, oh, oh. Was ist das? Zugänglich. Wow. Ach ja. Schisser. Da, da sind irgendwelche Tiere unter der Erde. Leute, wie kommt man denn dahin? Ich will unter die Erde. Also, nicht falsch verstehen. So. Wie kommt man eigentlich dahin? Das frage ich mich jetzt die... Ach so, hier ist ein Höhleneingang. Ich dachte schon. Also wenn hier in der Höhle Tiere sind, das finde ich interessant. Irgendwo hier sind... Oh. Stimmt, das kann ich scannen. Tiere in der Höhle. Das finde ich spannend. Ich hoffe, die sind lieb. Ich muss erstmal... Ah, hier, da sind irgendwelche... Hallo, wie tief geht das noch? Kann man hier noch tiefer in die Höhle reingehen? Oder wie verstehe ich das? Das ist wirklich interessant. Da. Da sind irgendwelche roten Punkte. Irgendwas lebt dort. Okay, den kennen wir schon. Emily, nehme ich immer mit. Das ist wichtig. So, also. Wo haben wir es gesehen? Da. Da gibt es anscheinend irgendein Lebewesen. Was hier? Ah. Zugänglich. So ein ähnliches Tier haben wir schon mal gesehen, meine ich. So, ohne Beine. Hallo. Ein Wurm. Oder was? Boah, der ist aber schnell. Eine Lampe haben wir hier. Ja, die kann man natürlich nicht scannen. Kommen wir hier eigentlich wieder raus? Oh, noch so ein Gnom. Hallo. Oh, oh, ich habe irgendein... Hier sind irgendwelche wilde Bestien. Wow. Autsch. Ich wollte dich doch nur scannen. Oh, der ist so klein, man sieht den gar nicht. Wow, was bist du? Ein Alien. So. Okay, die haben wir schon alle. Aber ich finde das lustig, dass hier Lebewesen in der Höhle leben. Nerven diese kleinen Viecher hier. Autsch. Ich will doch nur eben mal Emily mitnehmen. Oh, oh, oh.
Ich hau ja schon ab. Boah, was ist das für eine Riesenhöhle hier? Ist ja unfassbar. Lampe auf dem Kopf. Oh, der ist neu. Was ist das für ein Viech? Gleichgültig. So, okay. Boah, diese Viecher gehen echt rein auf den Sack. Ich hau hier mal ein bisschen ab. Willst du mal so einen einfachen, lockeren Spaziergang in der Höhle machen? Aber nein. Diese Viecher müssen ja einen auf den Sack gehen. Ich weiß gar nicht, wie wir hier rauskommen. Wow, das ist eine riesengroße Höhle. Also das ist unfassbar. Die endet anscheinend gar nicht mehr. Okay, die also Kumpels, die machen nichts. Dann laden wir ihn auf. So. Wow. Das ist wirklich eine Riesenhöhle. Ich suche eigentlich jetzt den Ausgang. Oh, oh, oh. Schnell abhauen. Ich grab mich mal hier nach oben. So. Ach, ist das schön. Okay. Wir können ja mal hier dahin laufen. Zu dem Fragezeichen. Gleich. Okay. Ah, das Loch wird hier direkt untersucht, oder was? Habe ich die Bauvorschriften nicht beachtet. Sorry. Ja, sorry Leute für diesen Cut. Der musste leider sein, weil mein PC ist abgeschmiert. Sorry nochmal dafür. Wir machen einfach hier an der Stelle weiter. Ich hoffe, dass es die Stelle war, weil er hat im Prinzip nicht gespeichert. Ich musste jetzt im Prinzip alles nochmal wiederholen. Ich habe mir eben alles so den Weg ungefähr, den ich mir gemerkt habe, bin ich entlang gelaufen und alles eingesammelt und ja untersucht, was wir vorher schon untersucht haben. Und ja, ich denke mal, das ist der Punkt, wo wir eigentlich hin wollten. Versagen. Gehen wir mal eben schnell speichern, weil der mir jetzt wieder abschmiert. So, Nizet-Wiesen. Aha. Wo ist denn das Lager hier? Ah. Okay, schleunigst speichern. Okay, dann haben wir das schon mal sicher. Ah, das ist so ein Lager. Okay. Jo, ich würde sagen, wir hören an der Stelle mal auf. Das passt jetzt genau. Wir haben gespeichert und ja, beim nächsten Mal können wir hier einfach weiterlaufen. Lustige Dinger hier. Genau, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Genau. Die muss mich natürlich immer unterbrechen. Das ist normal. Schon Standard geworden. Genau. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann bis später. Ciao.